Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, herzlich willkommen bei uns hier in der Stiftung, und herzlichen Dank dafür, dass Sie an einem Samstagmorgen schon um 10 Uhr da sind. Wir hoffen zwar, es kommen noch mehr, es haben sich noch mehr angemeldet, aber die, die hier sitzen, sind wahrscheinlich die diszipliniertesten und die engagiertesten, die statt eines Samstagbrunches sich mit diesen, man muss sagen, nicht besonders erfreulichen Themen, aber spannenden Themen und wichtigen Themen beschäftigen wollen. Worüber wir hier reden werden, ist in erster Linie eine menschliche Tragödie, eine humanitäre, geschichtliche Katastrophe. Aber das ist auch ein politisches Faktum und das ist auch ein historisches Faktum. Und über alle diese Aspekte dessen, was vor 100 Jahren passiert ist, wollen wir uns heute unterhalten. Die Böll-Stiftung ist seit Jahren schon bei diesem Thema dran. Diejenigen, die unser Büro in Istanbul kennen, diejenigen, die unsere Arbeit hier in der Zentrale in Berlin kennen, wissen, wie wichtig für uns dieses Thema ist. Die ehemalige Leiterin des Büros in Istanbul, Uli Dufner, ist vielen von Ihnen ein Begriff, gerade als jemand, die sich bei diesem Thema sehr stark engagiert hat. Und der jetzige neue Leiter, den ich bei dieser Gelegenheit denjenigen, die ihn noch nicht kennen, sehr gerne und herzlich vorstellen möchte, Christian Brakel, ist natürlich auch bei diesem Thema leidenschaftlich dabei. Und das ist noch ein Beweis. Christian, herzlichen Dank, dass du dieses Thema weiterhin so leidenschaftlich mit unseren Partnerinnen und Partnern bearbeitest. Also wir führen dieses Thema, die Auseinandersetzung mit dem Thema fort. Wir stellen auch fest, es gibt Veränderungen in der Art und Weise, wie dieses Thema angegangen wird. Nicht alles entspricht noch unseren Erwartungen. Aber zumindest das, was ich aus Istanbul höre und das, was ich hier feststelle, es gibt Veränderungen bei diesem Dialog, bei diesem Diskurs. Und ich glaube, wir und unsere Projektpartnerinnen konnten vielleicht in den letzten Jahren auch dazu beitragen. Aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Die Bundestagsdebatte in diesem Jahr hat es gezeigt. Der Bundespräsident, der Bundestagspräsident haben ganz klare Worte gesprochen. Der Bundestag ist noch nicht so weit. Wir warten. Es gibt neben der politischen Ebene, die ich gerade erwähnt habe, auch viele historische Punkte, ungeklärte, unklare, unausgesprochene historische Tatsachen, Annahmen, Fragen. Darüber wollen wir uns heute im Rahmen dieser Konferenz unterhalten. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an unseren langjährigen Partner, an die Deutsch-Armenische Gesellschaft, mit der wir schon einige Veranstaltungen gemacht haben. Und diese Veranstaltung, die Vorbereitungsphase, hat nochmal uns gezeigt, wie wertvoll diese Zusammenarbeit ist. An dieser Stelle auch ganz persönlich an Herrn Dr. Kantian herzlichen Dank für die Mitarbeit und für die Mitgestaltung dieser Konferenz. Und nicht zu vergessen, neben dem Team in Istanbul und Christian Brakel, auch Eva Pitea, schon an dieser Stelle, wahrscheinlich für viele Gäste auch ein Begriff, hin und her, die E-Mails, die ganze Organisation. Ohne Eva und ohne ihren Einsatz wäre diese Konferenz, aber auch viele andere Aktivitäten zu diesem Thema in dieser Stiftung nicht möglich gewesen. Also herzlichen Dank an dich, lieber Eva. Bevor ich zum Schluss komme, noch ein ganz kurzer Hinweis. Draußen gibt es einen kleinen Tisch mit Unterlagen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die Stelle hat uns gefragt, inwiefern sie ihre Umfrage hier auslegen können, und all diejenigen,
die sich angesprochen fühlen von dem Thema. Und es muss sich nicht um eine bestimmte Art der Diskriminierung handeln. Wir werden ja in unserem Alltag auf verschiedene Art und Weise diskriminiert. Da gibt es Briefumschläge und jeder und jede kann sich an dieser Umfrage beteiligen. Damit würden wir der Stelle gegen Diskriminierung des Bundes auch maßgeblich helfen. Aber erst einmal gehen wir zurück zum Thema, gehen wir zurück zur Konferenz und nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie da sind. Ich bin auf weiteren Ablauf der Konferenz gespannt und Dr. Kantian, bitte, Sie haben das Wort. Herzlich willkommen wieder hier und vielen Dank für die Zusammenarbeit. Ja, Herr Lagodinsky, vielen Dank für die einleitenden Worte, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie zu unserer Tagung Die Gegenwart der Vergangenheit, 100 Jahre nach dem Genozid an den Armeniern, im Namen der Deutsch-Armenischen Gesellschaft herzlich willkommen. Nun fragt man sich natürlich, warum soll man nach 100 Jahren über dieses Menschheitsverbrechen überhaupt diskutieren? Sollte man nicht die Dinge auf sich beruhen lassen und nach vorne schauen? In die Zukunft. Doch die Dinge liegen nicht ganz so einfach, auch wenn manch einer das so sehen möchte. Nicht aufgearbeitete Geschichte ist nie Vergangenheit, sie ist Teil der Gegenwart. Auch und besonders dann, wenn das zwei Länder betrifft, die eine gemeinsame Grenze haben. Armenien und die Türkei haben eine gemeinsame Grenze und eine gemeinsame, nicht aufgearbeitete Geschichte. Streng genommen betrifft das auch die weltweite, somit grenzenlose armenische Diaspora, denn sie ist Produkt von 1915. Ausgenommen sehen möchte ich daraus die türkische Zivilgesellschaft, die in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, wesentliche Impulse in die ganz andere Richtung, als die offizielle Politik gegangen ist und immer wieder Veranstaltungen dazu macht. Die ist aber relativ klein, aber umso wertvoller. Teil der Debatte sind freilich auch die Kurden. Ihre Rolle wird erst in jüngster Zeit in einem breiteren Rahmen diskutiert. Eine erste von Kurden organisierte Tagung fand im Mai hier in Berlin statt. Einer der Organisatoren hier ist im Raum. Aber 1915 ist mehr als das. Der türkische Intellektuelle Cengiz Aksar brachte es auf den Punkt, als er feststellte, der Genozid an den Armeniern ist die große Katastrophe von Anatolien und die Mutter aller Tabus in diesem Land. Ihr Unheil wird uns so lange verfolgen, solange wir es nicht schaffen, über ihn zu reden, ihn anzuerkennen, zu verstehen. Zitat Ende. Nicht aufgearbeitete Geschichte ist auch deswegen nie Vergangenheit, weil heute Vergleichbares im Nahen Osten geschieht. Ich erinnere hier nachdrücklich an die Jesiden. Freilich hat die Debatte um 1915 auch eine deutsche Dimension. Der Abgeordnete Dr. Bergner von der Fraktion CDU-CSU stellte am 21. April 2005 bei der Plenardebatte zum Antrag seiner Fraktion, daraus ist später, wie wir wissen, ein gemeinsamer Antrag geworden, das stellte er selbstkritisch fest, Zitat, den Antrag, den wir Ihnen heute vorlegen, ist somit der erste Versuch deutscher Politik, aus eigenem Antrieb zum Schicksal des armenischen Volkes Stellung zu nehmen. Keine deutsche Regierung, kein deutsches Parlament hat dies während der zurückliegenden 90 Jahre getan. Zitat Ende. Seither sind 10 Jahre ins Land gegangen. Die historische Ansprache von Bundespräsident Gauck vom 23. April 2015 im Berliner Dom und die ebenfalls historische Debatte im Deutschen Bundestag vom 24. April 2015 zum Völkermord an den Armeniern sind uns und allen in guter Erinnerung. Und lassen Sie mich auch das feststellen, Sie stellen Standards her, hinter die man nicht zurückfallen sollte, auch nicht als Deutscher Bundestag. Doch eine abschließende Resolution konnte der Deutsche Bundestag vor der Sommerpause nicht verabschieden. Dies soll in der zweiten Jahreshälfte geschehen. Die zweite Jahreshälfte fängt, wie Sie vielleicht wissen, übermorgen an. Am 7. ist der erste Sitzung. Mittlerweile steht das Thema Genozid an den Armeniern
anders als in der ersten Jahreshälfte, nicht mehr im Fokus der Öffentlichkeit. So ist es gerade unmittelbar vor Beginn der Sitzungswochen des Deutschen Bundestages nach der Sommerpause bedeutsam, dass die Heinrich-Böll-Stiftung und wir, die Deutsch-Armenische Gesellschaft, zu dieser Tagung eingeladen haben und hoffen damit, ein Stück weit dazu beizutragen, das Thema wieder ins Gedächtnis von uns allen zu rufen, auch das der Bundestagsabgeordneten. Wie Sie sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, jede Menge Gründe für diese Tagung. Auch ich möchte mich natürlich bedanken für die wirklich sehr, sehr gute Zusammenarbeit, angefangen mit Frau Dufner, mit der wir das Ganze angestoßen haben. Herr Brakel hat das sehr kompetent übernommen. Wir haben lange, sehr intensiv zusammengearbeitet. Das gilt auch für Herrn Lagodinsky, der in der planerischen Phase entscheidende Impulse gegeben hatte. Auch das möchte ich hier feststellen. Und ich möchte natürlich auch für Patea, mit der ich weiß nicht, wie oft schon in letzter Zeit telefoniert und Mails ausgetauscht habe, ausdrücklich in diese Danksagung einschließen. Ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf der Tagung.